Stadt der Liebe, aber es ist nicht für die Liebe, es ist für Le Mans. 100. Rennen. Es geht gleich los. Le Mans ist die Liebe. Der wahrscheinlich kleinste Fahrstuhl, den ich je miterlebt habe. 100 Jahre Le Mans. Ich bin auch dabei. Ich habe das Glück gehabt, plus eins zu sein. Und wir sind gerade ins Hotel gekommen, haben uns eingecheckt. Wir werden jetzt gleich erstmal noch eine Runde was essen gehen. Und dann werden wir euch die nächsten Tage mit die Rennstrecke nehmen. Mhm. Wir waren gerade draußen. Essen. Es war lecker, aber ein bisschen klein. Ich muss schnell noch was anderes holen. Und da geht's ab ins Bett. Es ist jetzt 20.43 Uhr. Zeit zum Schlafen, morgen geht's früh raus. Schönen guten Morgen. Es ist Tag 1. 8.29 Uhr. Seit 7.15 Uhr wach. Wir warten jetzt darauf, dass wir gleich losfahren können mit dem Shuttle zur Rennstrecke. Und dann haben wir ein ordentlich saftiges Programm heute. Das wird geil. Wir sind übrigens in Laval. Soweit konnte man sich das jetzt schon mal aus den Fingern saugen. Aber wir fahren nochmal 80 Kilometer von hier nach Le Mans. Und dann geht's hier rund heute. Mal sehen, wie es ist und was darauf uns wartet. Oh gut. Thank you. Haupttribüne Start Ziel. Verfolgen Sie mich bitte nicht. Entschuldigung. Ich bin ein Paparazzi. Entschuldigung. Ich versuche gerade zu Peugeot zu kommen. Entschuldigung. Wir sind gerade bei Peugeot an der Lounge gelandet. Und ihr kriegt gleich mal ein paar Eindrücke von dem wunderschönen Auto. Hier gibt es gerade eine Challenge, dass ein Lego-Auto in voller Größe neben dem Hypercar gebaut wird. Und das soll bis morgen Abend fertig werden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber hier mal ein paar Auszüge von ein paar Eindrücke von der Booth. Wir sind hier gerade im Paddock unterwegs, also quasi da, wo nicht jeder hinkommt und die Teams ihre Boxen haben und die Vorbauten dafür, wo quasi die Reifen warm gemacht werden. Also guckt euch das mal an, wie wir hier so durchschwellen werden. Also da wir ja die Möglichkeit bekommen haben, uns das hier alles mal anzusehen und auch so hinter die Kulisse zu gucken und das für mich mein allererstes Rennen ist, was ich jemals besucht habe und es ist gleich das 100. 24-Stunden-Rennen in Le Mans, sind das hier sehr viele Eindrücke. Also das ist schon sehr beeindruckend, was man hier so alles sehen kann und was man alles so in sich aufsaugt. Ich glaube, ich habe schon fast eine halbe Speicher gerade voll und ich bin gerade mal 2 Stunden hier. Das ist wild. We'll be right back.
will gerade genau unter der Dunlop-Theke. Genau unter. Hallo, hallo, wir sind auf der anderen Seite. Wir sind gerade unter der Dunlop-Theke durchgegangen und befinden uns quasi gegenüber. Vorhin saßen wir da oben bei Peugeot. Und jetzt stehen wir direkt an der Dunlop-Kehre und gucken auf Start und Ziel. Start und Ziel können wir uns da auch noch angucken, denn wir haben die Möglichkeit bekommen, durch die Boxengasse zu gehen und auch noch ein bisschen auf der Strecke rumzulaufen. Also wir sehen hier sozusagen alles von nahem. Zwischendurch, man muss auch mal sagen, immer eincremen. Immer eincremen, das ist es. Weil es ist nämlich affenheiß. Wir haben gerade 28 Grad und den ganzen Tag ballert die Sonne. Schribbel, Schwitzen, Sonne. In Kombination. Also wenn ich Französisch könnte und verstehen würde, was er sagt, könnte ich euch erzählen, warum die auf diesem Trackboard laufen. Aber ich glaube, es ist einfach so was wie ein Marathon. Die würde sich richtig hart. Die machen das jetzt auch 24 Stunden. Ah, 24 Stunden auf. Hey, du Witz, hier geht die Post ab. Run, boy, run. Run, boy, run. Anders verrückt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass so viele Leute da sind und wie lang so eine Bronzengasse ist, mit der wir dann auch. Es ist nur ein Moment für mich, um festzuhalten, dass ich hier war und hier auch mal stand in meinem Leben. Und hier sehen Sie einen einsamen, die Sie in freier Wildbahn. Oh, oh nein, er entdeckt uns. Er ist ein bisschen scheu, deswegen dürfen wir nicht so weit nach ran gehen. Sonst haut er ab. Bisschen Abstand wahren. Wir sind gerade die ganze Zeit durch die Boxengasse gelaufen und dann über die Strecke. Und dann haben sie den Eingang, wo wir eigentlich rausgehen wollten, nur zugepackt. Sind jetzt quasi einmal in die Richtung, wieder zurück und jetzt geht es wieder in die Richtung, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwo rauskommen. Die Hoffnung ist, dieser Tunnel. Wird es der Tunnel? Wir werden es sehen. Der Tunnel hat übrigens in einen anderen Tunnel geführt, aber in diesem Tunnel waren wir schon mal drin und kennen uns aus. Wir kommen wieder da an, wo wir wollten. Hey. Was ein Labyrinth, diese Strecke. Wir sind jetzt quasi so zurückgelaufen, unter der Strecke. Rumgelaufen und jetzt geht's wieder so rum unter der Strecke zu dem eigentlichen Punkt, wo wir hin wollen. Weird. Man denkt halt, dass man zu einem Rennen kommt und irgendwie die ganze Zeit rumsitzt und nichts macht. Aber das Geile ist hier einfach, dass du überall was zu gucken hast. Also sei es Aussteller, also Fahrzeughersteller, die ihre Autos ausstellen, eine Fun-Zone für Kinder, riesige Orte zum Essen. Und Peugeot, es ist einfach unglaublich krass, was hier stattfindet. Und heute ist Freitag, also jetzt gerade findet auf der Rennstrecke nichts mehr statt. Und es sind immer noch unglaublich viele Menschen da, das ist richtig übel. Und auch sehr interessant, sich das mal anzugucken. Das war der erste Tag im Mall. Wir sind da rumgekommen, ihr habt viel gesehen. Morgen geht's jetzt richtig los. Morgen, der nächste Teil dieses Vlogs, werdet ihr viel bewegte Bilder sehen. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeguckt habt. Vergesst auch einfach nicht, das Abo zu penetrieren, Daumen da zu lassen und am besten macht die Glocke auch noch an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, through the morning, oder die Arbeit. Bis dann.